Herzlich willkommen zum fünften Lauf der Röttele Racing Berg Challenge und zugleich zum zweiten Lauf des ADAC Bergkampfs Region Süd. Ich begrüße heute nur unseren Thomas Schmid und einen ganz besonderen Gast. Ja, den darf ich gleich ankündigen. Hallo erstmal, schönen guten Abend, schön, dass ihr wieder da seid. Michael hat gesagt, fünfter Lauf zur Röttele Racing Berg Challenge und ja, unseren Tim, den müssen wir heute leider entschuldigen. Der hat privat noch was zu erledigen. Der schafft es heute leider nicht. Vielleicht kommt er noch einmal dazu oder noch ein bisschen ins Stream rein. Schauen wir mal, ob er sich dann schon melden im Chat. Und der Michael hat es gerade angekündigt. Wir haben auch heute wieder einen besonderen Gast, nämlich als Co-Moderator haben wir heute den Originalstreckensprecher wieder zu Gast in Schotten, also den Originalstreckensprecher von Schotten, damit ich es sauber rauskriege. Ich unseren Timo Neumann. Hallo Timo. Hallo, schönen guten Abend aus Schotten. Freue mich auch dieses Mal dabei sein zu dürfen. Grüße euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, dem kann ich mir nur anschließen. Und Timo, der kommt ja nicht nur aus Schotten, der wohnt also hier im Ort Rudingsheim, wo es losgeht. Der ist natürlich auch feste in der Orga eingebunden, sage ich mal. Und wir haben ja jetzt in dem Fall heute schon vorgezogen, dass das Bergrennen Schotten, denn das reale Bergrennen, Timo, das findet ja jetzt kommendes Wochenende statt als Auftakt zur deutschen Bergmeisterschaft und du kommst gerade frisch aus einer Vorstandschaftssitzung. Also ich weiß nicht, gibt da was zu erzählen? Gibt es Neuigkeiten? Gibt es was Interessantes für unsere Zuschauer? Ja, positive Neuigkeiten, sage ich mal. Wir waren noch nicht ganz so sicher, ob ein absolutes Highlight an den Berg kommt, aber vor einer Stunde habe ich eine wunderschöne WhatsApp erhalten. Miko Kataja wird da sein mit dem Starlet, mit einem unfassbar geil klingenden Motor. Wer das schon mal gesehen hat in YouTube, wie das Ganze in Hockenheim geklungen hat, kann sich da auf was freuen. Und mit den anderen Favoriten, die wir da haben, alleine schon vier Porsche 911 bzw. Cup Porsche, das wird sehr, sehr interessant dieses Jahr werden. Ein qualitativ hochwertiges Starterfeld mit 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also, da kann man sich auf was gefasst machen. Und du erwähnst es gerade, Porsche. Ich habe mich heute schon richtig gefreut, aber leider hat er nicht genannt heute. Nämlich der nach wie vor aktuelle Halter des Streckenrekords bei euch in Schotten, nämlich Herbert Bregartner. Er fährt ja eigentlich auch bei uns in der virtuellen Bergmeisterschaft mit. Und da habe ich mich jetzt wirklich gefreut, denn das wäre, glaube ich, absolut Miere gewesen, dass ein realer Streckenrekordhalter dann auch hier und heute im virtuellen Bergrennen an den Start geht. Hat leider wohl nicht geklappt beim Herbert. Schade, aber ja. Wir hoffen trotzdem, dass wir den Herbert die nächsten Rennen wieder sehen. Der Mann ist natürlich schwer beschäftigt. Und ja, wie gesagt, hoffen wir, dass man dann die nächsten Rennen wieder da ist. Heute ist er leider nicht am Start. So, wenn ich so ab und zu stocke, ich muss so ein paar Dinge so nebenzu noch mitmachen. Und ja, wie gesagt, bin ein bisschen alleine, also nicht alleine jetzt beim Kommentieren, hilft mir ja der Timo. Da habe ich ja einen Profi an der Seite, das ist ganz gut. Er kann dann sicherlich nachher das ein oder andere noch dazu sagen. Und ich würde jetzt mal sagen, ich sage euch jetzt mal vielleicht Daten und Fakten zur Strecke, wo wir denn heute so sind, so wie ihr es gewohnt seid, dass wir uns erstmal ein bisschen einstimmen auf das heutige Rennen. Wir sind also, wie schon gesagt, in Schotten. Auch, glaube ich, mittlerweile schon traditionell, Timo, der wirklich reale Auftakt zur deutschen Bergmeisterschaft. Bei uns ist es schon das zweite deutsche Rennen und damit auch der zweite Lauf zum ADAC Bergcup der Region Süd. Und ja, ein paar Daten zur Strecke. Die Strecke ist nach wie vor, denke ich mal, 3033 Meter lang. So steht es offiziell, glaube ich, irgendwo in den Büchern.
Wir haben einen Höhenunterschied von 157 Meter, eine durchschnittliche Steigung von 5,23% und das Rennen ist auch, ich glaube, das einzige mittlerweile jetzt in Deutschland oder schon länger, das auch nur für die Klasse der Tourenwagen ausgeschrieben ist. Ja? Also es sind bei euch keine Sportwagen oder Formelfahrzeuge am Start. Streckenrekord habe ich schon erwähnt, der liegt bei 1:16.113, gefahren eben von Herbert Bregartner auf seinem Porsche 911 GT3 R und zwar im Jahr 2018. Der ist dann doch schon etwas älter und ich könnte mir gut vorstellen bei der Entwicklung der Autos, dass der dann heuer vielleicht fällt. Da kommt es ja nicht auf das Wetter an. Timo, wir haben gestern schon kurz drüber gesprochen, beziehungsweise ich habe es erwähnt. Ich drücke euch wirklich ganz, ganz, ganz dick und fest die Daumen, dass das Wetter einigermaßen hält. Den Wetterbericht, wenn man anschaut, dann wird es eigentlich jeden Tag kälter. Und bei uns im Süden Deutschland hat er sogar am Wochenende nochmal Schnee angekündigt. Also ich hoffe mal, dass er davon wirklich verschont bleibt. Das Wetter gut bleibt, zumindest trocken bleibt, und ich denke mal, ja, hast du selber schon gesagt, ihr habt Top-Held am Start, dann könnte auch gut mal der Streckenrekord wieder fallen, denn der ist jetzt doch schon 6 Jahre alt. Ja, zum einen ist er 6 Jahre alt, zum anderen muss man das eben abwarten, aber auf Wetter gebe ich nicht mehr so viel, das ändert sich eigentlich, sage ich mal, von Tag zu Tag, also warten wir es einfach mal ab, es kommt, wie es kommt, das können wir in die eine oder andere Richtung sowieso nicht ändern. Von daher müssen wir das nehmen, wie es dann eben ist. Und ja, du sagst es, 1:16, 1:13, da war damals eine absolute Fabelzeit von Herbert Bregartner. Wir hätten ihn gern mal auch in Wirklichkeit wieder am Start, aber ich glaube, das ist eher ein Traum wie eine Realität. Aber schon erwähnt, wir haben ein tolles Starterfeld und wir gucken mal. Ich bin da überzeugt, dass wir 5, 6 Autos dabei haben, die nicht nur die 4 Porsche, wo ich da 2 besonders stark einschätze, sondern auch andere, wo ich sage, die haben durchaus Chancen, ganz weit vorne hier am Berg am Wochenende mitzuspielen. Ja, da lassen wir uns einfach mal überraschen und wie gesagt, ja, ich wünsche euch gutes Wetter und ich gebe dir da recht, klar, aber trotzdem, immer mit einem Auge schaut man schon drauf und hofft, dass es dann doch besser wird, wie er sagt. Also ich wünsche es euch auf jeden Fall. So, dann übernehme ich natürlich auch den Part, den unser Tim normalerweise hat. Nämlich ich stelle euch unser Auto vor, mit dem wir heute fahren. Es ist ein Auto, ja, gibt es eigentlich so wirklich gar nicht. Also gab es schon, nämlich eine Lotus Elise S1. Jetzt werden alle Lotus-Enthusiasten und Liebhaber und Kenner sagen, naja, das ist hier keine Elise, das ist eine Exige. Der große Unterschied ist eben die Motorhaubverkleidung und die Exige hat ein Dach. Das heißt, eigentlich haben wir hier keine Elise, sondern eine Exige. Aber dieses Auto, und man sieht es natürlich ganz, ganz gut, wenn man mal in Onboard die Kamera sieht oder von außen sieht man es auch. Man muss es halt wissen, auf was man achten muss. Der Fahrer sitzt wirklich in der Mitte. Und dieses Auto wurde auch wirklich so gebaut. Und zwar gab es damals einen Lotus Cup, wo dieses Auto eingesetzt wurde. Und da wurde es eben als Elise eingesetzt. Also es ist irgendwie so ein bisschen Zwitter. Was es eigentlich nie wirklich, also für die Straße gab es so nie, oder ich kenne jetzt keine einzige Elise, die mit Mittelsitz auf der Straße zugelassen wäre. Aber wie gesagt, so ein Fahrzeug fahren wir heute. Es ist auch sehr, sehr ähnlich dem Auto, das der Dan Michel einsetzt. Das dürfte ja ein Begriff sein für die Bergrennfans. Auch ein Lotus Elise, allerdings eben kein Mittelsitzer, sondern der sitzt ganz normal auf der, ich meine sogar linken Seite. Und wir haben natürlich lotüblich sehr, sehr wenig Gewicht. Wir haben nämlich nur 900 Kilo in diesem Auto. Und das bei ungefähr 270 PS und 270 Newtonmeter. Das heißt, die Leistung ist jetzt nicht so enorm viel, was man heute von, ja,
den Top-Berg-Rennsportfahrzeugen gewohnt ist, aber eben durch das extrem niedrige Gewicht reicht 270 PS und 200 Newtonmeter schon aus, um dieses Gerät hier ordentlich berghoch zu scheuchen. Und wenn wir uns jetzt so die Betten anschauen, dann sieht man schon, da sind wir jetzt gar nicht mehr so weit weg von realen Streckenrekord. Und ich denke mal, das ist auch wirklich realistisch. Das könnte das Auto durchaus fahren. Und wenn man jetzt dann noch dazu rechnet, dass wir als Simracer natürlich ganz anderes Risiko gehen können, wie wenn wir jetzt im echten Auto sitzen, glaube ich, dass das durchaus Zeiten sind, die man in der Realität mit diesem Fahrzeug erreichen könnte. Ja, genau da, wo wir jetzt sind, an dieser Stelle, hat es ja im letzten Jahr mal ziemlich gekracht und deswegen, genau wie du es sagst, man kann in diesem Bereich ein größeres Risiko gehen virtuell als in der Realität. In der Realität wird das ganz anders aussehen. Ja, natürlich. Da steht natürlich auch erstmal die Gesundheit am Vorderrand und natürlich auch der Wert eines solchen Fahrzeugs. Den möchte man dann natürlich nicht unbedingt dann von der Leitplanke kratzen. So, was gibt's denn? Ja, was gibt's denn sonst in Sachen Begrenzsport? So wirklich, glaube ich, war nicht. Ja, die Meisterschaften fangen so langsam an. In Italien hat schon angefangen. Mein Augenmerk liegt auch, das wisst ihr ja mittlerweile, auch ein bisschen auf der britischen Bergmeisterschaft. Auch da hätte es an diesem Wochenende jetzt genauso wie in Deutschland mit Schotten hätte es eigentlich losgehen sollen in Prescott. Aber Prescott musste die Veranstaltung absagen. Und auch in Chesley-Walsh war bereits eine Veranstaltung, allerdings nicht zur britischen Tourenwagenmeisterschaft, sondern nur ein lokaler Lauf. Und auch da waren zum Beispiel keine Zuschauer zugelassen. Denn in ganz England muss es, glaube ich, wochenlang geregnet haben. Also die saufen hier wirklich ab. Die Wiesen sind so durchnässt, dass man keine Zuschauer drauflassen kann. Und deswegen wurde auch dieser Lauf vorzeitig abgesagt. Das heißt, in England geht es dann erst los am 4. Mai, und zwar in Irland, in Craignolet, beim irischen Lauf, britischen Hillclimb Championship. So, was haben wir noch? Ich glaube, sonst habe ich gar nicht viel. Jetzt weiß ich, wir hatten, Timo, gestern noch gesprochen, ob wir eventuell noch einen Interviewgast bekommen. Weißt du da schon? Also ich habe noch nichts, wir wollten da auch nichts vorwegnehmen. Nicht, dass wir großartig was ankündigen und dann klappt es nicht. Ist immer ein bisschen blöd. Aber weißt du da schon was Näheres? Klappt da was? Oder? Ja, ich weiß was. Nein, klappt nicht. Aus Zeitgründen verraten wir auch nicht, wer es gewesen wäre. Stimmen wir einfach mal den Mantel des Schweigens drüber. Also klappt, wie gesagt, aus Zeitgründen nicht. Alles gut. Wäre schön gewesen, aber alles gut. Wir machen das hier zu zweit, überhaupt kein Problem. Ja, was auch bald losgeht in der nächsten Woche, das weiß ich deswegen, weil einige unserer Clubdamen und Herren hinfahren werden, ist Rechberg. Berg-Europameisterschaft in Österreich geht auch los. Okay, da habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Wann, weißt du genau, wann der Termin Rechberg ist? Präzise eine Woche nach uns, also okay. Dann 27. 28. April. Okay, und das ist ja bereits, wie du schon sagst, das dürfte dann der erste Lauf zur Bergeräubermeisterschaft sein? Das ist der erste Lauf zur Bergeräubermeisterschaft und ein bisschen vorausschaut in Thüringen, in Bad Liebenstein, Glasbach-Rennen, kehrt ja die Bergeräubermeisterschaft auch wieder nach Deutschland zurück. Ist ja auch eine erfreuliche Entwicklung für den Bergrennsport hier in Deutschland. Genau, das haben wir ja auch schon erwähnt und da freuen wir uns auch drüber. Und wenn es klappt, werde ich da auch das erste Mal vor Ort sein. Und da fällt mir gerade ein, da bin ich noch jemand eine Antwort schuldig, da muss ich unterm Christ noch was schreiben. Also ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob es terminlich klappt, aber wenn es bei mir funktioniert, dann werde ich da auf jeden Fall mal hinschauen. Und auch das wird dann mein erster Besuch, zumindest beim Bergrennen in Glasgow sein.
Die Strecke selber, die kenne ich schon, die habe ich auch schon mal persönlich unter die Räder genommen, allerdings halt ja als Landstraße. Ne? Da war da kein Bergrennen, bin ich mal drüber gefahren, habe mir das mal angeguckt, das auch alles so passt, was ich da gebastelt habe, und ja, ich war zufrieden. Ich hoffe mal, alle anderen sind es auch mit meinen Strecken. Und dann schauen wir noch mal weiter, was uns hier und heute Abend erwartet. Es sind bei der Top-Ware heute bei uns jetzt nicht am Start. Einmal ist entschuldigt unser Thomas Schacht, dem wir von hier aus alle Genesungswünsche nach Hause schicken. Der hatte nämlich gestern eine Kiefer-OP. Glaube ich auch was, wo man nicht dich braucht. Also von hier aus dann mal gute Besserung und hoffe, dass du ganz, ganz bald und schnell wieder auf dem Damm bist, Thomas. Und dann hat vorhin noch unser Nils wird abgesagt. Der ersäuft momentan den Hausaufgaben geschrieben. Also das ist einfach ja wichtiger wie das Simracing. Der Nils muss Hausaufgaben machen und ja, sich für die Schule vorbereiten. So, das sind also die zwei Starter, die uns von den Top-Leuten fehlen. Dafür haben wir aber anscheinend einen wieder mal sehr, sehr schnellen Mann hinzubekommen. Ihr seht es hier, momentan läuft ja das Training und ihr seht ja auch hier die Trainingszeiten mittlerweile. Ja. Und hier steht ein Name ganz oben, Fred Donke. Den kennen wir jetzt noch nicht, zumindest nicht aus der Bergmeisterschaft. Der fährt heute sein erstes Bergrennen bei uns und ja, führt sich schon mal ordentlich ein. Momentan hält er die Beste 1:17.948 und damit gut 2 Zehntel vor dem Fabian Wilke. Da wissen wir, dass das schnell ist, der Fabian. Und momentan Meisterschaftsführenden, nämlich Robin Behnke und Björn Schneider, die sind momentan auf Platz 4 und 5. Und zwar getrennt noch schlappe 6 Tausendstel. Das heißt für uns, da können wir uns heute wieder auf einen richtig schönen, spannenden und sehr, sehr engen, was die Zeiten betrifft, sehr, sehr engen Abend freuen. Also da geht, da wird einiges passieren und einiges auch Spannung uns erwarten. Ja, man muss ja mal nur auf die Zeiten schauen, mit der 1:17.9, dann 1:18.1, wieder 1:18.1, 1:18.2. Das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch, so richtig hinten dran ist ja spannend, Tom, wenn man das hier einfach mal betrachtet. Ja, kann ich nur unterschreiben. Es ist auch das, was sich jetzt über die Jahre dieser Meisterschaft gezeigt hat. Wir sind jetzt keine Meisterschaft, wo Hunderte von Simracern anzieht, wie das vielleicht in anderen Meisterschaften der Fall ist. Aber was die Qualität des Feldes betrifft, da glaube ich, brauchen wir uns vor keiner anderen Meisterschaft hier verstecken. Wir haben wirklich sehr, sehr schnelle Fahrer am Start. Und nicht nur ein, zwei, sondern du sagst es gerade, wie man hier sieht. Also alleine in den 18er Zeiten sind momentan 7 Leute. Und der nächste wäre dann zum Beispiel Linus Eller, der fährt ja auch 1:19.027. Also da fehlen ja auch nur 2 Hundertstel für die 8er Zeit. Ja, also es ist schon wirklich extrem eng. Und ja, ich freue mich heute. Tom? Muss ich mal kurz unterbrechen. Hier tobt ein Riesensturm. Ich muss ganz kurz hier was erledigen, sonst habe ich echt Probleme. Ich lasse das Bild mal so am Start kurz stehen und ich bin in 1-2 Minuten wieder da. Redet ruhig weiter. Jawohl, das machen wir so und natürlich darf unser Michael sein Haus sichern. Ich hoffe mal, dass alles gut. Ja, das Wetter ist ein bisschen verrückt. Wir haben gerade noch, habe ich die Vorstandskollegin hier einmal gesprochen und da sagt sie, ja, es geht los draußen. Also auch hier hat es ein bisschen aufgehört. Das war aber auch schon, als ich arbeiten war, heute tagsüber ist das festzustellen. Aber wie gesagt, das Wetter, April macht, was er will, ist ja dieser berühmte 5-Euro-Phrasenschweinspruch. Und ja, schauen wir einfach mal, wie es sich entwickelt. Genau, eins kann ich euch sagen, bei uns bleibt es heute schön, zumindest was das virtuelle Bergrennen betrifft. Und genau darüber haben wir heute noch nicht gesprochen. Wir haben
Insgesamt sind heute, jetzt habe ich gleich 16 Fahrer gemeldet. 16 Fahrer sind am Start. Und damit haben wir 4 Läufe. Also jeder der Fahrer fährt heute Abend 4 Wertungsläufe. Und davon werden die 3 besten bei der Gesamtzeit addiert. Also im Umkehrschluss hat dann auch jeder Fahrer heute Abend ein sogenanntes Streichergebnis. Und jeder Fahrer möchte natürlich gerne, dass die ersten 3 Läufe schon mal gut klappen, denn dann kann man den 4. Lauf wirklich mit viel Risiko fahren und kann diesen Lauf eben, ich sag's mal, als Eiskor einsetzen. Ja? Klappt natürlich nicht immer, aber wenn man dann einen Lauf versemmelt, ist das Ganze einfach nicht so tragisch. Und wie üblich ist bei uns in der Meisterschaft ja auch keinen Ausfall in diesem Sinne. Wenn ein Fahrer einen Lauf nicht beenden kann, aus welchen Gründen auch immer, es gibt auch bei uns ja technische Probleme, es sind schon Lenkräder kaputt gegangen, Pedale kaputt gegangen, es gibt Disconnects über das Internet und, oder eben auch Unfälle und so weiter. Also kann ein Fahrer einen Lauf nicht beenden, somit ist es auch nicht so schlimm, dann bekommt er automatisch die Maxzeit geschrieben und die liegt heute bei 1 Minute 50 Sekunden, also sprich 110 Sekunden umgerechnet. Klar möchte man die nicht haben oder zumindest nicht in der Wertung haben, aber wie gesagt, ist immer noch besser wie ein Ausfall. Denkt es bei uns so also nicht. So, jetzt muss ich ganz kurz nochmal was lesen. Bringe ich heute irgendwas aneinander oder beschreibt gerade ein Fahrer, dass die Startreihenfolge im Forum eine andere ist wie im Live-Timing? Ich habe es vorhin eigentlich kontrolliert, ich konnte keinen Unterschied feststellen. Jetzt schaue ich aber noch mal kurz und dann machen wir das fix, dass da keine Unklarheit gibt. Kann natürlich schon mal sein, dass ich mich auch verschreibe. Es ist aber immer die gleiche Reihenfolge. Ich lese sie einfach mal vor, so wie wir heute starten. Dann wisst ihr auch, wer am Start ist. Nämlich ganz zu Beginn kommt dann also unser neuer Mann. Ja, und wie wir sehen, ist er auch nicht nur neu, sondern sehr schnell. Das heißt, wir werden von Anfang an eine gute Richtzeit haben, an der sich die anderen Fahrer dann auch wirklich gut orientieren können und müssen. Wir starten nämlich mit Fred Donke, dann kommt Dennis Pullmann, Max Weber, Christoph Kaiser, Linus Eller, Benjamin Dufner, Manuel Fussel, Marc Huber, Jürgen Dees, Jens Rüther, Sebastian Burkhardt, Danny Hein, Fabian Wilke, Fabio Albiz, Corbin Behnke und Björn Schneider. Das ist also die Startreihenfolge für heute Abend. Tom? Diese bleiben, ja. Ganz so frisch ist der Fred Donke gar nicht. Der hat ja den DTM-Cup mitgefahren, ne? Genau, das habe ich vorhin erwähnt. Also im Bergrennen ist er neu. Ja, auf jeden Fall, aber. Aber der Name war uns bekannt. Er, genau so wie du sagst, er ist die DTM-Serie, die kleine DTM-Serie, die der Jürgen Dees gemacht hat, mitgefahren mit den alten DTM-Autos, also sprich mit dem 190er, dem M3, BMW M3 E30 und was hatten wir noch? Einen Alpha 155. Genau, da war er dabei. Und da haben wir ja auch das Finale live übertragen. Ja, wir zwei. So, wir zwei. Nur kurz zur Info, ein Solarmodul hat es umgelegt. Ich habe nur kontrolliert, ob die Kabel abgerissen sind, nicht, dass es hier irgendwo ein Stromproblem gibt. Ist aber okay. Alles heil geblieben und passt. Wunderbar. So, ja, dann haben wir natürlich auch unseren Live-Chat und da steht schon einiges drin. Ich lese mal, bis jetzt also alle. Schön, dass ihr da seid. Und da haben wir schon die erste Frage. Wo liegt Schotten? Wo genau liegt Schotten, Timo?
Schotten liegt in Hessen. Ich kann fast sagen, annähernd mitten in Deutschland. Man stelle sich im Südwesten Frankfurt vor und im Nordosten Fulda. Und ungefähr auf zwei Dritteln dieser Strecke liegt Schotten, also im Vogelsberg gelegen. Machen wir es mal autobahntechnisch. Wenn ich von Süden her komme, fahre ich die A5 Frankfurt Hochzuss Richtung Norden, fahre am Brombacher Kreuz auf die A45 und fahre Wölfersheim runter, lasse mich nach Schotten leiten. Und wenn ich Schotten rausfahre, muss ich Richtung Rudingshain und muss dann dort der Beschilderung folgen. Wenn ich von Norden her komme, fahre ich die A5 zum Beispiel in Alsfeld runter, Alsfeld Ost, fahre über Lauterbach, beziehungsweise kurz vor Lauterbach über die Umleitung, fahre dann über die Umleitung nach Schotten und fahre dann den gleichen Weg auch nach Rudingshain zu den Zuschauerparkplätzen. Also quasi mitten in Deutschland und leicht im Osten mit Tendenz zur Mitte von Hessen. Ja, und was Schotten noch betrifft, ihr habt nicht nur ein Bergrennen, sondern Schotten ist ja eigentlich, sagen mal, über die Grenzen hinaus eigentlich Rand durch den Schottenring. Und die Bergrennstrecke ist ja ein Teil dieses berühmten Schottenrings. Und auch da gibt es ja noch die ein oder andere Veranstaltung, die so der Motorsport-Fan, glaube ich, in Deutschland kennt. Ja, der Schottenring ist mittlerweile ein Stadtkurs, also der aktuelle für die Motorrad- und Gespannfraktion, das heißt für den Schottenring Historic Grand Prix. Das ist genau da, wo ich jetzt bin, in Schotten-Seestraße. Das ist die Gegengraden und die Bundesstraße 455. Die ist Luftlinie so 70, 80 Meter von mir entfernt. Das ist die Start-Zielgeraden. Das ist 1,4 Kilometer kurz. Und wie du es richtig sagst, wir sind ja, kleine Spoiler, werbetechnisch gesehen, im 99. Jahr des Vereins bestehens. Im nächsten Jahr also großes Jubiläum. Der Schottenring, der alte Schottenring, war ja 16,08 Kilometer lang. Wurde am Anfang auch genau in die Richtung befahren, die wir jetzt hier gerade in der Trainingssession sehen, nämlich Hochzuss. Hatte hier oben noch ein sogenanntes Karussell. Diesen Bereich, wo wir gerade sind, gab es nicht. Und dieser Weg, in den es jetzt reingeht, das ist ein Waldwirtschaftsweg. Den habt ihr ja ein bisschen oder hast du ja ein bisschen abgesetzt von der Asphaltbeschaffenheit her. Das passt auch. Und dann kommt die sogenannte Poppenstrut. Später, ja, den Wald reinfahren ist keine gute Idee, da gibt es auch ein bisschen Graben. Was ich sagen will, später ist man das ab 1938 andersrum gefahren und ist dann nach dem Ende von Rund um Schotten im Jahr 1968 wieder an den Berg zurückgekehrt, hat bis 1983 13 Veranstaltungen gemacht. Die Strecke war damals 3300 Meter lang. Das hatte den Hintergrund, wir haben Rudingshain, Ortsausgang, genau im Ortsschild gestartet. Heute sind wir einige Meter weiter oben und fahren heute also 3033 Meter, wie du es eingangs schon erwähnt hast. Aber wir fahren zum größten Teil jetzt auch hier der Zuschauermagnet Serpentine mit der unteren Serpentine und der gleichfolgenden oberen Serpentine, wo es jetzt rechts herum geht. Da fahren wir wirklich historisches Geläuf, in der Tat. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt doch die erste halbe Stunde schon, glaube ich, gut mit Informationen gefüllt und rumgebracht. Denn jetzt ist 19.30 Uhr und ich sage, wir starten jetzt unsere Session neu. Das heißt, das ist auch der Startschuss für unsere Jungs, dass es jetzt losgeht. Und jetzt hoffe ich, dass ich wieder an alles gedacht habe, denn ich muss auch unser Live-Timing starten. So, werden wir gleich sehen, ob alles funktioniert. Ich hoffe mal, weil wie gesagt, unser Thomas Schacht das normalerweise macht. Ja, ist leider heute krankheitlich verhindert. Aber der erste Fahrer ist ja schon auf der Strecke. Nämlich unser Neueinsteiger, was Bergrennen betrifft. Unser Fredone. Und ja, wir haben es gesehen im Training. Top-Zeiten gefahren und wir schauen jetzt gleich mal, was er bringt. Auf jeden Fall, was wir schon sehen, Timo, er bewegt das Auto absolut am Limit. Wer zum rein, einen, wer raus. Das, ja, genau, zum einen absolut am Limit, zum zweiten wirklich jetzt hier aus der Cockpit-Perspektive betrachte ich mir das mal, auch diese etwas speziellen Linien tatsächlich in den Serpentinenkurven, komme ich nachher darauf zu sprechen. Will ja nicht gleich Copy-Paste zum Vorjahr machen, wo ich das erläutert habe, dass das teilweise
ein bisschen anders angefahren wird. Ich kann gerade noch mal, Tom, mit deiner werten Erlaubnis eine Frage beantworten. Wann findet das Bergrennen in Schotten statt? Fragt der Patrick Grimm. Am nächsten Wochenende, also ab Freitag mit den Einstellfahrten, Samstag Training, Sonntag Rennen. Starten immer zwei Fahrer hintereinander. Wir starten im Abstand zwischen 30 und 60 Sekunden. Das kann individuell sein, je nachdem, wie der Starter sieht, wie der vorherige wegkommt, dass man sich da nicht im Weg steht. Also die Startabstände liegen zwischen 30 und 60 Sekunden. Und jetzt kommen wir mal auf die Zeit. Fred Dunkel, vorhin 1:17.9, jetzt 1:18.0. Also sehr, sehr guter Einstand schon. Genau. Aber leider wird Zeit im Live-Timing nicht mitgeschrieben. Das heißt, da muss ich jetzt mal kurz reingehen, was da jetzt wieder ist. Warum die nicht läuft. Wann ist der bessere Tag, um hinzufahren? Samstag oder Sonntag? Ja gut, die Rennen werden Sonntag entschieden. Sprungstechnisch natürlich am Sonntag, ganz klar. Aber wir bieten, sage ich mal, für Samstag und Sonntag das gleiche Programm, jeweils 4 Läufe. Optional am Samstag noch ein 5. Training, das dann allerdings nicht irgendwo eine Wertung reinfließt. Wer noch ein 5. machen will am Samstagabend, wohlgemerkt aus der Rennfraktion, kann das machen. Ansonsten ist Sonntag natürlich der Renntag, klar. Okay, super, weil ich bin hier aus Kassel, südlich von Kassel, und für mich ist es halt ein Katzensprung bis dahin. Ja, das stimmt. Ich war gerade gestern, sind wir dann sehr nah aneinander gewesen, sage ich mal. Ich bin gestern von einer Moderation Leben zurückgekehrt. Da war es aber schon gut Mitternacht, wie ich an Kassel vorbei bin. Ah, okay. Und da hast du nur noch gut über eine Stunde zu uns, genau. Ja. Ich hatte mit dem Björn Schneider schon gesprochen und mal gucken. Ich werde auf jeden Fall mal einen Tag schauen. Ja, der Björn, der kommt ja, glaube ich, auch aus der Ecke, weil der schreibt im Chat, der kommt sich vor, wie wenn er ständig zur Arbeit fährt. Der arbeitet in Schotten, ja, der arbeitet in Schotten. Gehe ich mal davon aus, dass er den Weg jetzt bis auf diesen Forstwirtschaftsweg sehr, sehr gut kennt. Den kennt er wahrscheinlich am besten, den Forstwirtschaftsweg. Ach so, das ist die Abzug, oder? Wahrscheinlich. Na ja, gut, man muss fair sein, der Forstwirtschaftsweg ist zwar offiziell kein Weg zum Fahren, aber gut, wer will das kontrollieren, willst du da jemanden hinstellen, wird oft genug abgekürzt, muss dann, sage ich mal, ein paar Jahren wahrscheinlich auch mal gemacht werden, da muss man sich auch bei Lichte damit befassen, aber ist eben so. Und jetzt schauen wir mal auf Max Weber, der sich dazwischen schiebt, zwischen Fred Dunkel und Dennis Pohlmann, und Dunkel nach wie vor mit einem sehr klasse Einstand hier, erstes Mal am Berg, und da hat er die Erfahrung in den alten DTM-Boliden mal mitgenommen hier auf die Bergrennstrecke Schottenring. Ja, ich glaube, Fredke, das ist jetzt wieder grobe Einschätzung von mir, also es kann auch sein, dass ich nicht ganz richtig liebe, aber ich glaube, das ist auch ein Mann aus dem Audi-Lager, wo auch Corbin Behnke herkommt. Also ich glaube mal, das ist alles andere wie ein Neuling in Sachen Simracing. Das ist schon ein erfahrener Simracer und ja, wie er uns hier zeigt, auch ein sehr, sehr schneller. Ja, Zeit von Dennis Pohlmann sind wir noch schuldig. Als zweiter Fahrer 1:22.528 für den Dennis. Und momentan sind wir unterwegs mit Christoph Kaiser. Christoph, schauen wir mal, ob wir den heuer noch in einem Suzuki in der Realität am Berg sehen. Wir drücken die Daumen, dass da mal alles klappt und wieder zusammenpasst. Und dann würden wir uns freuen, wenn auch der Christoph Kaiser mal wieder ins reale Renngeschehen eingreift. Momentan setzt er sich an Position 2, eine Hundertstel schneller als Max Weber. So, der nächste Fahrer, einer unserer jungen Garde, Jungnell, nämlich Linus Eller. Und ja, neben dem Linus haben wir ja auch heute den Cousin noch dabei, nämlich den Marco Nuber. Also da gibt es wieder ein kleines Familienduell und beide haben sich ja heuer oder wollen sich mehr auf die ADAC-Meisterschaft konzentrieren. Ja, auch da ist es natürlich sehr, sehr hart umkämpft mit den doch sehr schnellen Fahrern, die man hier vor Ort. Aber die zwei Jungs, die haben schon gezeigt, dass sie auch nicht langsam sind. Und ja, die Gene, die haben sie natürlich. Ella ist ein
Begriff, was Sachen Bergrennsport in Deutschland ist. Mehrfacher deutscher Bergmeister. Unterwegs mit Polo und mit Schirko. Und jetzt haben wir einen neuen Zweitplatzierten, Linus Eller, mit 1:18.646. Also bereits der zweite Fahrer im 18er Zeitenbereich. Und weiter geht's mit Benjamin Dufner. Also Schlag auf Schlag, Timo. Schlag auf Schlag zum einen. Und ja, Patrick Grimm fragt, und da nehme ich euch beide mal explizit mit ins Boot, welche prominenten Fahrer sind dabei, wie viele Fahrer standen schon? Das erste kann ich aus der Lameng beantworten. Derzeit sind es präzise 130. Ja, prominent, ja, doch schon dieses Jahr, ne, wenn man in die Startliste reinguckt. Ja. Die müsstest du selber vor dir liegen haben. Ich habe sie momentan nicht, ich weiß nicht. Aber ich denke mal, was Bergrennsport anbelangt, mit Sicherheit prominente Namen am Start. Ja, Mikko Kataja habe ich erwähnt, mit dem Toyota Starlet, mit dem V8-Motor, der infernalisch laut sein wird. Da weißt du haargenau, wo der sich befinden wird. Es wird starten Patrick Ort, es wird starten Hauke Weber, der sehr, sehr schnell geworden ist mit seinem Audi. Dann wird Michael Weber, der Vater von Hauke, an den Start gehen. Es wird an den Start gehen, wenn du Hansi Eller erwähnt hast, sein langjähriger Teamkollege, Armin Ebenhöhen nicht, aber der Schwiegersohn in Spee, der Tobi Meyer, wird da sein. Erwin Buck, der ja über Jahre jetzt Bergchampion war, ist am Start. Saab Bielen ist am Start. Also wir haben, denke ich, ein sehr gut qualitatives Feld, nicht nur von den Autos, auch von den Teilnehmern. Und wo ich immer wirklich begeistert bin, eine unglaublich schnelle Dame mit Claire Schönborn, die immer wieder zeigt, wie gut und fantastisch sie das Auto von Vater Rainer bewegt. Auch sie wird an den Berg kommen nach Rudingshain. Aus der Flick-Dynastie dieses Jahr nur der Thomas dabei. Bea pausiert in diesem Jahr und auch der Lars pausiert in diesem Jahr. Aber wie gesagt, wir sind wirklich klassenübergreifend sehr, sehr gut besetzt. Ja, also können wir das einfach nur unterstreichen, wer da in der Nähe ist oder sich gerne auf den Weg dorthin macht. Es rentiert sich auf jeden Fall. Schaut da vorbei und schaut euch das in echt an. Und wie das Ganze in Schönwetter aussieht, was wir dann hoffentlich auch am Wochenende haben, das seht ihr heute Abend. So, Manuel Fussel schiebt sich auf Platz 3 mit 1:19.699, momentan hinter den Linus. Und jetzt kommt der Cousin vom Linus. Also da, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich glaube, die zwei sehen das schon auch so. Hier normalerweise heißt es ja immer, erstmal muss man den Teamkollegen schlagen. Ja, gut, Teamkollegen haben wir jetzt in diesem Sinne nicht. Autos fahren alle die gleichen. Oh, der klang hier ein bisschen ein, hat sich ihn verbremst hier in der unteren Serpentine. Aber ich denke mal schon, es ist schon bei beiden, ich sage jetzt mal, das Familienduell. Also als erstes Mal muss man den Cousin schlagen und alles andere, das kommt dann danach. So, und dann schauen wir doch mal auf die Zeit, die der Kollege vorgelegt hat. Nämlich Linus Eller mit 1:18.646. Eine sehr, sehr schnelle Zeit, die aktuell immer noch für Platz 2 in diesem Durchgang gut ist. So, Marco Nuber ist jetzt gleich im Ziel. Und dann schauen wir mal, ob er den Linus schlagen kann. Ja, schafft er. 1:18.411, 2 Zehntel schneller erstmal der Kollege aus der Familie. So, Jürgen Dees am Start. Er hat augenscheinlich erstmal so einen leichten Eindruck gemacht, als er da nicht ganz so gut durch die Kurve kommt. Unten, oben kommt er dann sehr weit nach innen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das hier auf der Geraden entwickelt. Im Normalfall geht das, was hier kommt, auch in der Realität durchaus voll. Und das nimmt er auch voll. Hat da noch ein bisschen Weg zur Leitplanke. Jetzt mal schauen hier oben. Das ist tricky, auch im wirklichen Leben, das Anbremsen und auch das Rauskommen aus diesem Waldweg. Aber das sieht ja erstmal gut aus, zumindest beim Reinfahren, ohne Fehl und Tadel. Und beim Rausfahren
muss man so ein bisschen gucken, nicht zu weit nach innen zu kommen, denn sonst kann es einen mal ein bisschen hebeln, wenn man rauskommt. Aber auch das sah gut aus. Mal gucken, ob diese kleinen, etwas langsamen Fahrten in der Serpentine was ausgemacht haben. Ja, 1.19.9, aber keine schlechte Zeit, auf keinen Fall. So, als nächstes haben wir unseren Jens Rüther am Start. Ja, der Jens, was man so gesehen hat im Training, war er wieder mal ganz vorne dabei. Und dem Jens, der schafft es meistens irgendwie nicht, Zeiten vom Training dann irgendwie in den Wettkampfmodus, nenne ich es jetzt mal, mit rüberzunehmen. Also im Training ist er immer ein Stück weiter vorne, wie dann wirklich in den Wertungsläufen. Und da drücken wir ihm jetzt mal wirklich die Daumen, dass es auch jetzt im Wettkampf oder in den Wertungsläufen mal gibt und er die Zeiten auch mal einigermaßen erfahren kann, die er uns im Training immer zeigt. Und zu gönnen wäre es ihm auf jeden Fall. Und er war schon so oft mal in Podestnähe. Ich weiß es gar nicht, war er? Ich glaube, einmal war er auch schon auf dem Podest, oder? Michael, kannst du dich noch daran erinnern? Ja, glaube schon, ne? Ja, glaube auch gar. Aber eigentlich müsste er eigentlich, was Zeiten angeht, eigentlich regelmäßig da sein. So, 1.19, 1.43, also da gute Zeit, da verpasst er die 18er nur knapp um 1,5 Zehntel. Jetzt fällt mein Lifetiming gerade wieder aus. Unser nächster Fahrer ist Sebastian Burkhardt. So. Und der Sebastian ist auch schon unterwegs, hat zweite Kehre, also die obere Serpentine bereits hinter sich, kommt jetzt in den wirklich ganz, ganz schnellen Streckenabschnitt dieses S. Wie gesagt, Timo hat es bestätigt, das geht auch in der Realität, je nach Fahrzeug wahrscheinlich und Abstimmung, geht das voll? Es geht voll, es kann auch voll schief gehen, haben wir in den letzten Jahren auch zweimal erlebt. Ja, letztes Jahr einen absoluten Hauding, der Franz Weißdorn, der da 150 Meter Leitplanke ist, selbstverständlich ungewollt den Erdboden gleich gemacht hat. Das passiert, wo Menschen sind, passieren Fehler. Und André Schröß vor ein paar Jahren, wo wir heute noch froh sind, dass der aus dem Auto unverletzt rauskam, das hätte ganz anders ausgehen können. Die Geschichte, wer das da oben damals gesehen hat, ich weiß nicht, ob das in 2017, 2018 war, ist schon ein bisschen her. Aber die Strecke, sie ist schnell an und für sich. Ich glaube, die schnellste wird im Championat, was so die Höchstgeschwindigkeiten betrifft. Aber sie ist tricky. Ja, das betonen wir ja immer wieder. Eigentlich, es gibt eigentlich keine Bergrennstrecke. Also im Prinzip sagen wir es andersrum. Jede Strecke, die man am Limit fährt, ist ehrlich, das ist einfach so. Und manche sehen vielleicht einfacher aus, aber trotzdem, am Limit gefahren ist einfach, jede Strecke hat ihre Tücken und ihre Eigenheiten und ja, ist eben am Limit dann auch nicht ungefährlich. Ich glaube, wir sind alle ganz froh, dass es in Deutschland zumindest keine gröberen Unfälle und vor allem keine schweren Personenschäden gab. Der letzte schwere Unfall war ja Holger Hofemann letztes Jahr in St. Agatha und Holger, dem geht es ja auch wieder soweit gut und da sind wir wirklich alle froh. So, wir haben den Nihain im Ziel mit einer 1.19.426 und jetzt kommen wir zu Fabian Wilke. Ja, auch Fabian Wilke, glaube ich, gehört zu dem Lager der, ich nenne sie jetzt einfach Audi-Truppe, ich glaube die ACI, oder? Wie muss man damit? Wir werden da uns nächstes Mal besser erkundigen. Was jetzt ein bisschen komisch ist im Livestream. Zwei Autos fahren. Wieso denn das? Waren doch keine zwei Autos hintereinander, oder? Bin ich da irgendwie noch im Training? Habe ich. Ah. Livestream. Gelassen. Der war noch auf Training. Irgendwie bin ich da wohl mit Maus drauf gekommen. Ich bin gar. Aber macht nichts. Ich schaue ja eh auf Mike. So, wir haben einen neuen Zweitplatzierten. 1.18.344 für Fabian Wilke.
Und jetzt kommen wir zum amtierenden Champion. Und, Fehler. Da bleibt er am Reifen hängen, der Fabio Albiz. Das heißt, für den Fabio ist das, was ich ganz am Anfang mal gesagt habe, jeder Fahrer möchte natürlich seine drei Läufe erstmal gut hochbringen. Dann hat er den vierten so noch als Joker, dass man alles riskieren kann. Das funktioniert jetzt bereits bei Fabio nicht mehr, denn dieser Fehler, der hat definitiv viel Zeit gekostet. Das heißt, den Lauf fährt er den fertig. Das wird vielleicht auch keine schlechte Zeit. Aber Fabio sagt, zweifacher Meister in der Red Racing Berg Challenge. Bei dem geht es ja nicht um, ich möchte eine gute Zeit, sondern der möchte auf jeden Fall aufs Podest und möchte um den Tagessieg kämpfen. Und da darf man sich so einen Fehler definitiv nicht erlauben. Und die Uhr lügt nicht. 1:21:2:1 hier für Fabio Albiz. Corbin Behnke. Der Corbin, der ist heuer neu eingestiegen, ist auch seit dem ersten Rennen dabei, hat, glaube ich, jetzt ein Rennen ausgelassen. Das heißt, er liegt momentan in der Gesamtwertung auf P2, aber wie gesagt, sind ja unsere Streicher noch nicht rausgerechnet. Das heißt, Corbin kämpft hier sicherlich um die gesamte Meisterschaft hier mit und ist ein sehr, sehr schneller Fahrer, hat, glaube ich, gleich die ersten zwei Rennen gewonnen. Also ein Standmaß für Corbin Behnke und ja, was die Trainingszeiten so gesagt haben, auch da wieder ganz, ganz vorne mit bei der Musik. Jetzt schauen wir mal, für was es reicht in seinem ersten Wertungslauf. Fährt auch einen sehr sauberen Strich, dass er da leicht gewackelt hat, eben wird der Zeit keinen Abbruch tun, bin ich ganz sicher. Schauen wir uns an, ist jetzt durchs und fährt auf die, wo ist er denn? Corbin. Ja, schau. 1:18.079. Ja, 17.000 schneller. So, und jetzt, genau, haben wir noch einen Fahrer, der ist bereits unterwegs. Björn Schneider, der führt aktuell die Meisterschaft an. Oh, hat hier leichten Leitplankenkontakt in der unteren Kerre. So, hier schon parallel mal alles gleich vorbereitet für den nächsten Lauf. Ja, beim Björn sah es zum Schluss des Trainings nicht schlecht aus. Auch er war vorne zeitmäßig mit dabei, obwohl er nicht viel trainieren konnte jetzt auf der Strecke. Aber, naja, wenn man es, wie hat er vorhin geschrieben, bleibt er hängen an den ja, wassergefüllten Abweisern. Ja, das hat natürlich auch Zeit gekostet. Das heißt, auch diesen Lauf, klar, wird er fertig als Training, aber den muss er streichen, denn auch ein Björn Schneider möchte natürlich ums Podest fahren. Und ja, die Zeit. ...1:20:609 mit diesem Fehler. Ja, wir machen kurze Pause. Liebe Zuschauer, dranbleiben. Es geht gleich dann weiter mit Lauf Nummer 2. Oh, ich habe die Session zu Ende. Dann sind wir live zurück. Etwas unorthodox jetzt die Werbung unterbrochen. Sorry, das war jetzt mein Fehler. Ich bin aus Versehen, habe ich den Befehl eingeben und habe gleich Enter gedrückt. Das heißt, wir haben die Session bereits neu gestartet. Und es ist auch schon der erste Fahrer, nämlich Fredke, unterwegs. Und der Fred, ja. Der fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut ein bei seinem ersten Einnahme beim Bergrennen. Im Lauf Nummer 1 konnte er gleich die zweitbeste Zeit setzen. Und wir haben es gesehen, im Training hat er ja die Bestzeit als einziger bis jetzt mit einer Zeit unter der 1:18, nämlich mit einer 1:17:09, glaube ich, war es die Zeit aus dem Training. Ja, schauen wir mal, ob er auch in einem Wertungslauf erreichen kann.
Auf jeden Fall ist er da, was die Vergabe um den Tagessieg und die Podestplätze betrifft, ganz, ganz vorne mit dabei. Aktuell Fred Dunke, und wir schauen auf seine Zeit im zweiten Lauf. Ja, wieder 1:18:36, also wieder eine super Zeit für den Fred Dunke. Und weiter geht's mit Dennis Pohlmann. Auch Dennis ist bereits unterwegs. Schauen wir mal die Zeiten aus dem Lauf 1. Da hat sich der Fred um 3 Zehntel verschlechtert. Ja, nicht ganz, 2,5 Zehntel. Dennis Pohlmann, seine Zeit war eine 1:22 und die wird er jetzt wohl nicht erreichen mit dem Fehler. Da ist er dann doch heftig eingeschlagen beim Einbiegen. Ostweg oder Wirtschaftsweg, Forstwirtschaftsweg. Heißt, ich nenne es jetzt einfach mal Querspange. So, aber bringt Auto ins Ziel. 1:23:497. Wir schauen nächsten Starter, nämlich Max Weber unterwegs. Und mit Querspange hat der Kandidat 100 Punkte. So heißt das Ding. So heißt das Ding. Ja, wunderbar. Ja, manchmal ist einfach aus dem Bauch raus immer das Beste, ne, was man nehmen kann. Also sagen wir ab sofort. So, Max Weber unterwegs, kommt raus aus der oberen Serpentine, vorbei am Parkplatz, und alles hier geht wirklich voll. Es hier, hat es auch einen bestimmten Namen, dieses S? Nee, das Essen für sich nicht. Beim Parkplatz gegenüber ist der Theobaldsbrunnen, der heißt dann auch so, der Parkplatz. Und hier oben, wo wir jetzt sind, Querspange, da geht es eben von quasi altem Karussellausgang Richtung Poppenstrut. Poppenstrut ist das, wo er gerade wieder aus der Querspange rauskommt auf die Landesstraße. Und ja, den Weg, den er jetzt fährt, da geht es an den höchsten Streckenpunkt, der bei 621 Metern liegt, in Richtung Ludwigsbrunnen. Vorher ist der Panorama-Parkplatz sehr zu empfehlen auf der linken Seite. Rechte Hand ist der Ludwigsbrunnen, und kurz vorm Ludwigsbrunnen geht's, das ist ja die Besonderheit bei uns, direkt wieder in den Ort zurück. Ui, das war ein bisschen nicht ganz so weit, glaube ich. Einschlag mit 360 von Christoph Kaiser. Ja. Zumindest hat er es geschafft, das Auto wieder in Fahrtrichtung auf die Strecke zu stellen und kann hier weiterfahren. Ah, die Zeit ist natürlich dahin. Das heißt, die 1:19:949 aus Lauf 1, die wird er jetzt wohl nicht erreichen können. Und ja, damit auch schon ein Streichergebnis für heute. Oder beziehungsweise eine Zeit, die der Christoph sicherlich gerne streichen würde. Sagen wir es mal so. Ja, 2 Anläufe hat er ja noch. Hoffentlich werden sie besser, dass er das dann auch machen kann. Wollte noch sagen, wir haben ja die spezielle Besonderheit, wenn wir am Ludwigsbrunnen unten sind, fahren wir links runter und fahren einfach ins Fahrerlager zurück. Wir müssen auf niemanden warten. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, den wir haben. Gucken wir mal. 1:19 Zeit hast du schon richtig gesagt. Nee, 1:23:004. Ja, war auch nicht schlecht. Mit der ist das keine schlechte Zeit, ne? Das ist eine Zeit, sag ich mal, die werden nicht gerade wenige fahren, sag ich mal. So, dann sind wir wieder unterwegs mit dem Junior vom Hansi, nämlich dem Linus Eller. Ja, und der Linus, die ganzen Jungs eigentlich, die hier fahren, Linus Eller, Marco Nuber, Nils Rötterle, wie sie alle heißen, die sind natürlich auch bereits im realen Motorsport unterwegs. Und zwar auch hauptsächlich im Kart-Slalom-Sport. Aber wir haben es, da geht ein bisschen Rasenmähen, unser Linus, und hoppelt hier über den kleinen Graben. Ja, war nicht ideal, aber vielleicht hat es gar nicht so viel.
Ja, was wollte ich sagen? Der Nils hat schon seine ersten Erfahrungen im Auto gesammelt. Ja? Das heißt, der Nils, glaube ich, den werden wir nächstes Jahr sicherlich auch im einen oder anderen Slalom beim Automobil schon bereits sehen können. So, was haben wir denn? Die Zeit 1:19.550 trotz dieses Fehlers. Ah, das wird uns sicherlich richtig ärgern, unser Nils. So, Benjamin Dufner bereits unterwegs. Sieht gut aus soweit, was er macht. Zwei Fragen noch oder eine Anmerkung aus dem Top-Chat bei YouTube. Der Björn Schneider schreibt zum einen, seit 15 Jahren fährt er die Strecke. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und Florian Bodin, der war letztes Jahr, glaube ich, im Stream auch mit dabei im Sim-Racing hier in dieser Veranstaltung. Ja, jetzt der Einschlag in den Reifenstapel, das war weniger glücklich. Florian Bodin fährt real auch bei uns, das ist richtig. Und Patrick Ort, ob der Porsche oder Opel fährt, er fährt Porsche. Ja, nochmal ein kleiner Fehler eben beim Rausbeschleunigen. Ich bin gerade im Stream, also vielleicht ein paar Sekündchen hinten dran, aber jetzt durchs Ziel durch und 1:22.206 für die Dinge war es eine gute Zeit. Alles in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Mit dem Fehler, mit dem Einschlag in den Reifen, war 1:22 noch okay für den Benjamin. Aber ja, auch er hat noch zwei Läufe. Das heißt, er wird natürlich alles daran setzen, die Zeit dann als Streichergebnis schlussendlich stehen zu haben. So, unterwegs Manuel Fissel. Auch Manuel gehört zu dieser Garde der ganz, ganz Jungen. Auch er bereits sehr erfolgreich im Kartslalom unterwegs. Und ja, auch da werden wir das weiter beobachten, wo seine Motorsportkarriere dann hingeht. Bleibt er im Kart oder wechselt er ins Auto oder schafft es der ein oder andere vielleicht in den Formelsport? Da werden wir euch auf jeden Fall auf Laufenden halten, wenn wir da was Neues erfahren oder etwas wissen. So, und Manuel nähert sich auch dem Ziel. Schauen wir mal, seine Zeit aus dem Erstlauf war 1:19.699 und da kann er sich deutlich verbessern. Mit 1:18.869 ist er fast eine Sekunde schneller geworden. So, Marco Nuber. Marco Nuber, auch er, wie gesagt, kommt ja aus der Familie der Eller und Nuber und er ist Enkel. Reinhard Nuber, mehrfacher Automobil-Slalom-Meister. Also auch da fällt, glaube ich, der Apfel nicht weit vom Stamm. Und er hat auch die Motorsport-Gene. Auch genauso wie der Linus, sehr erfolgreich im Kartslalom, bereits seit Jahren und X. Und ich denke mal, auch da ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir einen von diesen oder beiden wahrscheinlich irgendwann in dem Auto sehen. Ich vermute mal, auch da wird der klassische Weg sein, erstmal im Slalom die Rennluft zu schnuppern und dann vielleicht, ja, vielleicht Richtung Berg gehen. Sind wir mal gespannt, was unsere Jungs hier bereithält. Und jetzt sind wir erstmal gespannt auf die Zeit von Marco Nuber. Mit 1:18.510, tolle Zeit für den Marco. Und wir machen weiter bei Jürgen Dees, auch der bereits unterwegs. Und Linus schreibt gerade im Chat, dass sie letzte Woche bereits im Karts unterwegs waren. Und gut, bei Marc lief es nicht so toll, war Platz 17 und er wurde Zweiter. Also beim Linus lief es gut. Beim Platz 17, das vermute ich jetzt einfach mal, da war ein oder andere Pylone dabei. Denn das weiß ich, dass beide von den Zeiten her sicherlich schnell unterwegs sind. Weil es bei Platz 17 war die eine oder andere Strafzeit, die er da mitgenommen hat. So, wir haben die nächste Zeit. Jürgen Dees 1:19.496.
Bei uns geht es dann gleich direkt weiter mit dem Jens Rüther. Auch der ist unterwegs, gerade Ausfahrt aus der unteren Serpentine. Lino schreibt, ein Pylonen waren es gleich. Okay. Deutlich zu viel. Aber das brauchen wir ihm, glaube ich, nicht sagen. Das weiß der Marco, glaube ich, gut selber. So, wir schauen auf den Jens. Und Jens ist ja eigentlich ein ganz bekannter Mann in der NSU-Szene mittlerweile. Auch oft vor Ort bei den Bergrennen und mittlerweile auch der Simracing-Beauftragte der Prinz AG. Also auch ein sehr engagierter Mann, unser Jens Rüther. Und neuer Dritter mit 1:08:08, also auch eine schöne Zeit jetzt für den Jens Rüther. Und weiter geht's mit Sebastian Burkhardt. Sebastian. Letzte Rille hier reingebremst und konnte den Leitplankenkontakt nicht mehr vermeiden. Es fehlt natürlich der ganze Schwung hier raus. Ja, das wird einiges an Zeit gekostet haben für den Sebastian. Ja, ein ungewolltes Spiel. Einschlag links, Einschlag rechts. Und ja, wie du sagst, das kostet Zeit, weil du einfach natürlich auch eine enorme Steigung hast von der unteren Serpentine zur oberen. Hier oben sieht das alles gut aus. Anbremsen jetzt hier in die Querspange. Das, ja, sehr gut Linie, muss man sagen. Hat absolut gepasst. Umso mehr wird er sich vielleicht ärgern über das, was unten war. Schauen wir mal, wie er hier auf die Landstraße zurückkommt. Das sieht auch gut aus. Noch einmal kräftig beschleunigen und dann schauen wir mal, wo er sich einreihen wird. Ja, Sechster, ne? Das sind dann so zwei Sekunden, sag ich mal. Das wäre vielleicht sogar eine niedrige 18er möglich gewesen. Ja, also da wäre absolut Topzeit durchaus drin gewesen für den Sebastian. Aber auch er hat noch zwei Läufe und jetzt sind wir unterwegs mit Danny Hein. Heute wieder alleine am Start, eine Tochter. Die hat ja im letzten Rennen ihr Debüt gegeben, nämlich mit dem Blasel Opel Kadett ins Gradien. Also ja, Hut ab. Als junges Mädchen erstes Rennen gefahren und dann gleich in so einem schnellen Auto auf einer sehr, sehr schwierigen und langen Strecke. Hat sich da wacker geschlagen. Und ja, bin ich gespannt, ob man die Anna Hein dann doch vielleicht das ein oder andere Mal nochmal bei uns begrüßen dürfen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Aber jetzt schauen wir erstmal den Papa zu. Der Danny macht auch ganz gut. So, und Danny auf Platz 7 mit 1:19:05. Ah, ich glaube, da wird er nicht ganz zufrieden. Oh, Fabian Wilke, also auch wieder einer der schnellen Leute. Jetzt einfach mal die Audi-Leute und wie gesagt, ich schaue euch bis nächstes Mal nach. Ich meine, vom ACI kommen die, das ist auch so ein kleiner verschworener Haufen, die auch schon lange Simracing betreiben. Und ja, haben ihre Wurzeln einfach so, ich sage jetzt mal, Richtung Audi-Lager, aber das sind auch dann so NSU und alles Mögliche dabei, was halt so in diesen eingeht. Fahren halt alle Top-Linien, ja. Also wirklich nutzen jeden Zentimeter der Strecke aus. Ja, also das sind definitiv Leute, die schon sehr lange Simracing betreiben und auch bekanntermaßen sehr, sehr schnelle Fahrer sind. So, wir sind gespannt auf die Zeit vom Fabian. Es reicht für Platz 2, nämlich 500 hinter dem Fred Dunke. So. Fabio, jetzt bin ich. So, Fabio Albitz, wie gesagt, amtierender Meister die letzten 2 Jahre und er setzt natürlich alles daran, vielleicht sogar das Triple zu schaffen.
wird aber heuer sehr, sehr schwer. Denn wir haben einen sehr, sehr starken Björn Schneider und noch einen ebenso starken Robin Behnke, die momentan bisschen zeitmäßig vom Fabio absetzen können, aber wir sind ja noch jung in der Saison, da kann ja noch viel passieren. So, oh, Fabio 1.18.9.6 Platz 6 in Anführungsstrichen. So, Corbin Behnke. Wie gesagt, das ist definitiv ein Mann, wenn es um den Tagessieg geht, an dem muss man erstmal vorbei und das hat er mal deutlich unterstrichen mit der Bestzeit aus Lauf Nummer 1. Jetzt gucken wir mal, ob ihm das nochmal gelingt oder ob ihm dann der nachfolgende Starter, unser Björn Schneider, etwas näher auf die Lippe rücken kann. Björn hat ja vorhin einen kleinen Fehler gehabt. Nur eine 1.20.6 gefahren und Björn war ja doch schon auch deutlich schneller im Training unterwegs. Aber jetzt schauen wir erstmal auf den Corbin und ja, bis hierhin sieht es super aus. Ja, und alles, was jetzt kommt, ist eigentlich nur noch den Rechtsbogen durchbeschleunigen. Nichts mehr falsch lassen. Jawohl, die erste Zeit unter 1.18. 1.17.8.6.4 für Corbin Behnke. Und jetzt schauen wir, was hat Björn Schneider hier als Antwort parat? Auf dem Weg zur Arbeit. Auf dem Weg zur Arbeit. Sehr schönes Dienstfahrzeug übrigens. Post? Das wäre mir egal, wenn ich so ein Dienstfahrzeug hätte, dürfte ich einen Turm draufmalen. Ja. Ja, ein schöner Spruch, Eile mit Weile. Sieht auch gut aus, das Eile mit Weile. Die 15 Jahre zeigt er, dass das gut funktioniert jetzt. Auch hier rein in die Querspanne. Tolle Linie. Nutzt auch wie zuvor der Kollege jeden Zentimeter aus und hier. Nein! Nein! Ich mach da den Fehler beim Rausbeschleunigen. Oh Mann, schade. Ja, das ist dann schwierig, wenn du einmal in diese Richtung weg von der Ideallinie kommst, auch da oben, dann verlierst du auch als zweites den Halt und dann wird es einfach schwierig. Ah, ja, das war echt schade jetzt. So, ja, wir gehen wieder kurze Pause. Diesmal drücke ich nicht auf. Also wir machen jetzt die Pause, sorry. Bleibt dran, wir sind gleich wieder da mit Lauf Nummer 3. Tom Woods. So, dann sind wir wieder zurück auf Nummer 3 und wir beobachten den Fred Dunke, wie er jetzt an den Start fährt. Da haben wir jetzt ja wenig Autos gesehen am Start, weil die Zeiten ja über eine Minute liegen und unsere Startzeiten sind circa eine Minute. Das heißt, wir haben immer zwei Autos unterwegs. So meistens erwischen wir sie so im Bereich der unteren Serpentine oder der oberen Serpentine, also in diesem Bereich. Kommen wir immer, wenn wir es dann live sehen. Aber den Fred, den können wir jetzt wieder von Start bis ins Ziel beobachten. Ja, und auch hier habt ihr schon gesehen, wirklich bremst hier letzte Rille. War jetzt fast ein Tick spät für meinen Geschmack, hat es aber nochmal gut reingerettet. Ja, und wie man vorhin gesehen hat im vorigen Lauf, er muss also wirklich an seine Topzeiten aus dem Training hinkommen, wenn er den Corbin Behnke
etwas ärgern möchte, denn der hat bereits eine Zeit unter der 18er Marke gesetzt mit 1.17.8, glaube ich, war es aus dem letzten 1.17.8.64. Ja, das ist momentan so die absolute Topzeit. Aber in dem Bereich war der Fred ja auch schon im Training. Jetzt schauen wir mal, ob er es nochmal hinbekommt im Rennen, beziehungsweise im Werdenslauf, muss man ja sagen. 1.18.095, also da hat er die Sippener erstmal ganz, ganz knapp verpasst. So, aber wir haben jetzt natürlich beim Fred genau das, was sich eigentlich jeder Fahrer wünscht. Er hat jetzt drei Topläufe hochbekommen mit 1.18er Zeiten. Das heißt, er kann im vierten richtig angasen und entweder hopp oder top fahren. Und was auch ganz interessant ist, er würde heute, gibt es bei uns nicht, aber er würde wahrscheinlich die Gleichmäßigkeit gewinnen, denn mit 1.18.095 in Lauf 1 und 1.18.095 hat er genau 0,000 Abweichung. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Ja. Ja, und als schlechteste da plankt unser Dennis richtig ein in den Reifenstapel. Ja, sehr spät auf der Bremse. Ja, das war ja ein zu optimistischer Bremspunkt. Gott sei Dank haben wir einen virtuellen Lot. Der echte, kann ich euch sagen, der hätte das so nicht weggesteckt. Da hätte es Plastiksträusel gegeben. So, 1.24.505. Na klar, ja. Mit dem Unfall, das ist nicht weiter verwunderlich. So, und weiter geht's mit Max Weber. Auch das hier. Anfahrt der oberen Serpentine. Lifetime wieder organisieren. Also Joe Junior schreibt, egal was der Corbin nimmt, ich brauche das auch. So, was auch immer es ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat mit viel Training und Talent zu tun. Ja, da war der Max Weber kurz im Grün. Ja. Bisschen den Anlieger gefahren. Ja, nichtsdestotrotz bringt er das Auto ins Ziel mit Zeit von 1.20.507 für den Max Weber. Und dann gehen wir weiter zu Christoph Kaiser. Und den haben wir jetzt früher erwischt. Der ist jetzt an Anfahrt auf die untere Serpentine. Wo ist denn hier in der unteren Serpentine die Ideallinie in der Realität? Bleiben die alle komplett innen oder lassen sie sich einmal austragen in den Scheitelpunkt, um dann wieder nach innen zu ziehen? Eigentlich ist es so ein bisschen in der Mitte, will ich mal sagen, dass du also schon von außen ankommst, ganz kurz nach innen ziehst und dann eher in die Mitte gehst und dann raus beschleunigst. Okay. Ja, ist natürlich auch recht tricky, denn der Anbremspunkt ist ja, liegt ja nicht auf der Geraden, sondern der liegt ja wirklich in diesem Rechtsknick. Und wenn man da zu spät kommt, kommt man wahrscheinlich ein bisschen zu weit links rüber. Das heißt, man kann die Kurve eigentlich gar nicht mehr so richtig von außen anfahren. Oder man bremst natürlich früher und investiert in die Linie. Auch da wird es wahrscheinlich verschiedene Linien geben, die wo beide schnell sind. Könnte ich mir vorstellen in dieser Kurve. Ja, es gibt dort in der Tat zwei Linien. Du musst es eben richtig erwischen, wenn du zu spät bremst und bist dann noch außen, dann haut's dich in die Balustrade, so viel steht fest, sprich in die Leitplanke. Das ist also auch eine Geschichte. Du kannst dann eine Linienwahl auch ganz innen machen, das ist nicht das Thema, oder eben in der Mitte. Das hier ist jetzt zum Beispiel sehr weit innen, ist auch nicht überhaupt nicht schlimm, jetzt in der oberen Serpentine, aber schön nach außen getragen, muss ich sagen, von Linus Eller. Also der hat sich da eine tolle Linie zurechtgelegt. Auch hier ganz weit innen lässt sich raustragen und geht jetzt ganz nach rechts, um hier anzubremsen in die Querspange. Das ist auch gut. Du darfst nicht zu weit innen sein, weil dann kann es passieren, dass du so ein bisschen nach unten wegknickst, weil es ist so ein bisschen nach unten weg, auch diese Straße. Und das macht er aber sehr, sehr gut von der Linienwahl her. Und ich denke, das wird eine Zeit, die wird sich da oben
in die Nähe von Fred Dunke begeben. Ja, 1.19.045, das sieht man. Gute Zeit von Linus. Voll. So, unterwegs mit Benjamin Dufner. So, schauen wir mal auf die Zeiten von Benjamin. 1.19.8, seine Bestzeit, Auslauf Nummer 1. Dann war vorhin ein bisschen dickerer Patzer drin mit einer 1.22. Das heißt, die Zeit, die möchte Benjamin natürlich gerne streichen. Und dazu braucht er jetzt nochmal zwei Läufe, bei denen alles gut geht. Und da drücken wir ihm noch die Daumen. So, jetzt raus aus der Querschnee und das war ein Ticken zu weit und ja, mit dem Schlenker, ja, schade. Bis dahin sah es wirklich sehr, sehr gut aus für den Benjamin, aber das hat doch, glaube ich, die eine oder andere Sekunde durchaus gekostet. 1.21.238 die Zeit für den Benjamin und dann sind wir wieder Manuel Fussel. So, den haben wir relativ früh erwischt. Also passt jetzt direkt vom Start weg. Ja, und wenn wir das so im Live immer verfolgen, also da geht es dann schon auch im Prinzip wie auch im realen Motorsport um Setup-Geschichten. Also Bichin schreibt, also unser Nini schreibt, der Corbin hat vorhin über verschiedene Sturzwerte an der Hinterachse philosophiert sogar. Also ja, da kann man schon sehr, sehr viel machen heute im heutigen, auch in der virtuellen Welt des Motorsports. Die Simulationen sind wirklich so gut und ausgereift und die Physik der Autos sind so gut, dass man auch wirklich am Setup sehr, sehr viel Unterschied machen kann. Was man aber immer wieder sagen muss, also es reicht jetzt nicht, wenn dir ein Corbin Binke das Setup gibt, es muss auch der Fahrstil dazu passen. Also, und das ist das Gleiche wie in der Realität. Also, ein Setup ist nicht für alle Rennfahrer das Passende. Das ist einfach so. So, Manuel 1.19.17 geht aktuell auf Platz 3 und wir gehen direkt weiter zum Marco Luber. Und was man natürlich sagen muss, was nie zu schätzen ist, ist der Trainingsaufwand, den man doch schon fast betreiben muss, wenn man hier ganz vorne mitfahren will. Also mit, ich guck's mir mal an, ich weiß, ich bin schnell, fahr zweimal rauf und turn dann da vorne mit. Es funktioniert, glaube ich, in dieser Dicht der Konkurrenz, die wir hier haben an Topfahrern, das funktioniert nicht. Nee. Also es gibt sicherlich so Naturtalente, die das schaffen, dass sie schnell sind von Anfang an. Aber jetzt wirklich die absoluten Topzeiten zu fahren, glaube ich, da muss man einiges auch an Training und Abstimmung reinstecken. Sorry, Michael, du wolltest. Nee, ich wollte dir nur beipflichten, also auf jeden Fall alles richtig. Das ist schon ein gutes Feld. So, Linus ist oben wieder mit 1.19.045, also wieder die 18er Zeit knapp verpasst. Wir sind unterwegs mit Jürgen Dees. Nein, das war nicht der Linus, das war Marco, ist der gefahren, sorry. Marco Nuber mit 1.19.137. So, jetzt unterwegs sind wir mit Jürgen Dees. Ja, sieht auch gut aus, wie er hier durch die Querspange geht. Geht jetzt schön weit nach außen und ist gut im Beschleunigen. Schauen wir mal, was sich da zeitenmäßig dann tut. Ja, siehst du mal, 1.18.978, neuer Zweiter Jürgen Dees. Ja,
Und die erste Zeit für den Jürgen unter der 19er Zeit. Also da hat er sich voll verbessert. Jetzt unterwegs Jens Rüther. Ja, was man eben gesehen hat bei Jens, das war eben diese unterschiedliche Linienwahl. Jetzt hier von außen ganz nach innen, dann muss er auch früh aufs Gas, das sieht auch gut aus. Beschleunigt jetzt hier am Theobaldsbrunnen vorbei, der da auf der linken Seite liegt. Und jetzt also feuerfrei die links, die so ein ganz klein wenig zumacht. Du musst also wirklich ganz innen sein. Denn sonst kann es dir passieren, dass die Leitplanke sich in Richtung Wald bewegt. Und das haben wir schon, wie gesagt, die letzten Jahre zweimal erlebt. Muss nicht immer unbedingt sein, ist nicht immer schön. Aber schön ist die Fahrt von Jens Rüther. Auch hier auf die Landesstraße zurück sieht das sehr, sehr gut aus. Macht einen runden Eindruck. Ob das zeitenmäßig passt, werden wir in Kürze wissen. Er ist durch und ist 6.1.19.42. Also entweder war unten ein Fehler, also oben, also das, was wir beobachtet haben, sah eigentlich schneller aus, oder? Ja, wenn, dann muss unten was gewesen sein. Das kann er uns vielleicht selber beantworten im Zweifel, wenn er dabei sein sollte im Stream oder wo auch immer. Jetzt schauen wir auf Sebastian Burkhardt. Auch hier jetzt diese mittlere Variante und dann nach innen ziehen, raus beschleunigen, ganz leicht. Geht da nur das Heck quer, aber das macht nun wirklich nichts aus. Ist schon wieder voll auf dem Gas. Und auch er wird jetzt hier ganz innen Richtung Graben fahren. Siehst du schon richtig, wie er da Richtung Fahrbahnmarkierung fährt, was ja auch am meisten Sinn macht. Wieder ganz außen die Querspange anbremsen. Sieht gut aus. Beschleunigt hier gut hinein in diesen Waldweg. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze gleich entwickelt. Weit außen, zu weit. Früher auf dem Gas. Ja, eine Kombination von beidem. Zu früh auf dem Gas, richtig, und auch zu weit außen. Er war da nicht weit genug innen. Und da hat er dann aufs Gas gedrückt und das kam ihm zum Verhängnis. Ja, schade für den Sebastian. Bis dahin eine wirklich tolle Fahrt. So, und dann sind wir auch schon beim nächsten Auto. Das nächste Postauto. Nämlich bei Danny Hein. In dem Fall in der Geschwindigkeit eines X-Service unterwegs, denn er möchte sich natürlich auch zeitenmäßig gut präsentieren, auch hier. Und ich habe das ja im letzten Jahr schon gesagt und ihr habt es ja auch heute Abend erwähnt, da bin ich jetzt der Dritte, der das sagt, die Qualität des Feldes absolut toll, kann man wirklich nichts Gegenteiliges sagen, auch hier. Anbremsen, weit, aber nicht zu weit innen, sieht gut aus, nimmt da ein bisschen was von der Wiese mit, vom Dreck, aber das kann eben passieren. Und jetzt geht's also raus auf die Landesstraße 3139 Richtung Ludwigsbrunnen und gleich hinein ins Ziel mit einer Zeit von 1.19.1.64. Und wenn du das siehst da oben, Ella 1.19.0.45, dann Nuber 1.19.1, Hein 1.19.1 und dann 6.000ster dahinter Manuel Fusel. Also wirklich spektakulär eng beieinander. Ja, und dann kommen ja auch mal mit 1.19.2. Der Jens Rüther ist ja auch nur ein knapp Zehntel weg. Also da ist schon richtig was geboten heute. So, Fabian Wilke. Jetzt geht's wieder in Richtung der absoluten Top-Zeiten. Prophezei ich jetzt einfach mal, wenn da nicht der eine oder andere Fehler dabei ist, was wir ihm natürlich wünschen. Der Fabian ist bis jetzt gefahren, eine 1.18.344, 1.18.386, also auch sehr, nicht nur sehr schnell, sondern auch sehr gleichmäßig unterwegs. Warten wir mal die Zeit ab. Ja. 1.18.444. Ja, Nennportal ist zu. Für nächstes Jahr laden wir ihn mal ein, so GLP. Die sind ja auch dabei. Vielleicht hat er da ja was. Aber auch schnell, ne? Absolut. Toll. Ja, nur ein Zehntel langsamer wie jetzt seine 18.3er-Zeiten. Also da ist er auf jeden Fall absolut im Top-Bereich dabei. So, und jetzt Fabio Albitz. So, ja, hat natürlich das Handicap, der hat gleich im ersten Lauf den Fehler gemacht und eine 1.21.221.
hingelegt, die er natürlich sehr, sehr gerne der Wertung hätte. Das heißt, die nächsten beiden Läufe inklusive müssen passen. Und da müssen einfach die niedrigen 18er Zeiten her. Haben wir 1:19:25. Also irgendwie kommt da, glaube ich, nicht. Da entweder mit Streck oder mit Auto oder mit der Kombination aus beiden, was auch immer. Also Fabio, der kämpft heute definitiv mal nicht um den Tagessieg und auch, glaube ich, nicht Modest. So, aber Corbin Behnke, der tut es auf jeden Fall, denn mit aktuell 2 Bestzeiten aus Lauf 1 und Lauf 2 ist er natürlich drauf und dran, sich den nächsten Tagessieg zu sichern. Und er hält ja auch die Tagesbestzeit mit 1:17:864 aus seinem Lauf Nummer 2. Und schauen wir mal, ob er das bestätigen oder sogar nochmal toppen kann. So, wir werden es gleich wissen. Das heißt nochmal 600stel schneller als in seinem bisher schnellsten Lauf. Und jetzt mit Björn Schneider. Jetzt heißt es Daumen drücken. Daumen drücken, Björn. Daumen drücken. Zweimal so blöden Fehler, ne? Ja, auch beim Björn wird es heute schwer im Kampf ums Podium, aber natürlich, gute Platzierung und Punkte schreiben, das wäre natürlich wichtig. Das heißt, ein bisschen Schadensbegrenzung kann der Björn auf jeden Fall noch machen und da drücken wir ihm die Daumen. Und ja, wir haben es im Training gesehen, er ist durchaus in der Lage, auch die Top 18er Zeiten zu fahren. Du hast gerade gesagt, es waren beimal blöde Fehler drin. Jawohl, jetzt schaut's mal aus. So, und jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Jetzt können Sie nicht bei mir mehr herbeireden. Denn hier wird es wirklich nur noch beschleunigt. Und wir haben. Oh, aber da muss unten was gewesen sein. 1:19:303. Ja, trotzdem eine gute Verbesserung. So, ja, wieder dranbleiben, liebe Zuschauer. Und dann geht es in den entscheidenden vierten Lauf hier in Schotten. Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Werbung. Und zurück zu Lauf Nummer 4 und damit auch dem letzten am heutigen Abend. Und wir sehen Fred Donke am Start. Ja, ein bisschen weit von der Startlinie noch weg, aber der Donke ist ja ein Gaststarter und wenn er des Öfteren fährt, dann müssen wir ihn da auch noch hinbringen, dass er ein bisschen näher an die Startlinie hinfährt. Aber da drücken wir heute alle Augen zu, das ist vollkommen in Ordnung. Und auch hier wieder super schön quer rein und schön runtergebremst. Also super schön Fahrt von Fred. Okay, ja.
Und der Fred, der ist auf jeden Fall heute ein Kandidat ums Podest und das schon beim ersten Bergrennen. Ja, hatten wir ja auch schon öfter. Aber wie gesagt, es wird natürlich mit jedem Fahrer, mit jedem schnellen Fahrer, der hier dazukommt, ja noch schwerer. Ja. Und es sind wirklich mittlerweile, ist nicht nur einer oder zwei, es sind bestimmt 4, 5 Fahrer, die dieses Rennen hier gewinnen können, was die Topzeiten so anbelangt. Also da ist sehr, sehr hohes Niveau. So, wir sehen gleich, was Fred Donke hier als letzte Zeit setzt. Hui. 1:17.686 und er hat natürlich jetzt das vollkommen ausgenutzt, was ich euch gesagt habe. Der hat 3 Top-Zeiten gehabt und hat jetzt diesen Lauf gehabt und hat gesagt, jetzt riskiere ich alles. Top oder top, entweder es ist gut oder ja, es endet irgendwo in der Leitplanke oder im Graben. Nee, es ist gut gegangen und wir haben eine neue Tagesbestzeit von Fred Donke mit 1:17.686. Eine Wahnsinnszeit. Ja, was ich auch sagen muss, wie er da reinkam, das hat mich eben richtig begeistert, gerade in der unteren Serpentine, wo ich gedacht habe, was macht er denn da? Und dann hat er das Auto zwar leicht quergestellt und dennoch absolut stabil gehalten. Und da war eigentlich, ich denke, uns allen drei klar, da ist das Messer zwischen den Zähnen. Der will nochmal zeigen, schreibt mich noch nicht gänzlich ab hier, der Fehler von Pohlmann, Ausgangs der Querspange. Also toll gemacht von Fred Donke und damit, wie schon erwähnt von dir, Tom, 1:17.686 Tagesbestwert. Genau, absolut, wie gesagt, ja. Und er hatte natürlich, das ist natürlich ein schönes Benefit, wenn du 3 Läufe super hochkriegst und dann hast du noch einen Lauf, wo du weißt, gut, wenn der jetzt schief geht, ich habe ja meine 3 guten Läufe, ich kann eigentlich nur gewinnen. Ja, das ist, dann fährt man natürlich auch ein bisschen befreiter auf und geht den Ticken Risiko mehr. Und ja, das Risiko hat man deutlich gesehen und es ist gut gegangen. Ich finde es klasse, was er uns da gezeigt hat. So, nichtsdestotrotz, Dennis Pohlmann war ein kleiner Fehler drin, aber er hat mit 1:21.742 trotzdem seine persönliche Bestzeit in Lauf Nummer 4 gefahren. Und das ist ja auch immer wichtig. Es können ja nicht alle hier gewinnen, sondern jeder muss natürlich auch in seinem Zeitenbereich schauen und zufrieden sein. Und ich denke, da wird der Dennis zufrieden sein mit dieser Zeit. Und wir schauen jetzt, was unser Max Weber hier macht. 1:20.541, damit geht er momentan auf Platz Nummer 2 und wir gehen weiter zu Christoph Kaiser. Ja, und der Björn schreibt absolut nicht sein Auto. Ich verstehe das gar nicht. Björn, eine Elise, ist ein Traum. Aber ja, es gibt einfach so Sachen, die liegen einem nicht und wie gesagt, Björn, glaube ich, was wir so im Vorfeld erfahren haben, hatte auch nicht wirklich viel Training, also konnte sich mit dem Auto nicht so richtig anfreunden. Ja, Strecke, da braucht er sich nicht anfreunden, wenn man 15 Jahre jeden Tag hier in die Arbeit fährt, dann sollte man, oder dann kennt man die Strecke. Allerdings muss man natürlich auch zusagen, es ist schon ein bisschen was anderes, ob man die Strecke jetzt kennt im Berufsverkehr oder ob man mal dann auch wirklich so fahren könnte, wie wenn kein Gegenverkehr kommt. Und dann in dem Geschwindigkeitsbereich, wo man ja hoffentlich niemals hinkommt, wenn man auf der öffentlichen Straße unterwegs ist. Also ist dann doch auch wieder was anderes und plötzlich wird eine Strecke, die man gut kennt, eigentlich zu einer Strecke, wenn man sagt, oh, so kenne ich die noch gar nicht. So, Christoph Kaiser im Ziel mit 1:20.277 und dann gehen wir weiter zu Linus Eller. Auch er nimmt hier seinen letzten und damit 4. Wertungslauf unter die Räder. Björn sagt, er fährt immer Ideallinie. Hey Björn, das glaube ich nicht. Aber Björn fährt ja auch einen, ich sage jetzt mal, Froschinnen. Lass ich noch zusammenbringen. Was ist der kleine Opel? Jetzt fällt mir der Name nicht Corsa. Mehr ein. Corsa, genau. Ein Corsa im Slalom und
Ja, wieso denn nicht mal Bergrennluft schnuppern? Kann man mit so einem Slalomauto auch machen. Klar, fährt man da um die goldene Ananas, aber dabei sein ist ja erstmal alles. Also, vielleicht so für die Zukunft, hat man, also wenn man einen froschgrünen Corsa am Start hat und ein Björn Schneider drin hockt, Timo, dann weißt du, wo der junge Mann herkommt. Ja, dann fährt er A-Ideallinie und die kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Diese Straße, ich weiß nicht, ob du schon mal persönlich dort warst, sie ist ja, wie man hier sieht, nicht sonderlich breit. Das ist die eine Geschichte. Man kann da auch schon mal durchaus nach links kommen, aber ich bin auch schon das ein oder andere Mal mitgefahren im Safety Car, beziehungsweise im Medical Car, wenn es mal nach oben ging und irgendwas zu machen war oder man sicherheitshalber schauen wollte. Und wenn du mal mit 185 km/h unten auf die Serpentine anbremst, dann wird es verdammt schmal. Also ist der Blickwinkel ein völlig anderer, glaubt mir das. Ja. Genau, das ist das, was ich vorhin damit gemeint habe. Also man kann die Strecke sicherlich hunderte Male gefahren sein, aber wenn man sie halt mal im Renntempo fährt und dann auch in der Ideallinie, sieht die Sache wieder ganz anders aus. Und ja, ich bin auch schon, also privat, mal drüber gefahren. Ich war schon bei euch. Allerdings auch, da geht es mal wie mit Glasbach, noch nicht beim Rennen. Aber das wird auch irgendwann mal kommen. So, Benjamin Dufner schied auf Platz 3 mit 1:19.988. Und dann gehen wir weiter zum Manuel, der ist bereits unterwegs. So, kommt jetzt gleich in diesen Rechts, da wo angebremst wird für die untere Serpentine. Also für mich war der Eindruck, dass er da auf der Bremse stand, wo er bremsen musste. Er kam dann aber doch noch weiter als gedacht und hier ganz knapp vorbei am Einschlag in die Leitplanke da oben. Die erneuern wir eigentlich jedes Jahr, das läuft schon unter Brauchtum. Oder lassen sie erneuern. Ja, auch hier oben, wo er jetzt kommt, diese links, wie gesagt, da ist die letzten beiden, oder 2017, 18, weiß ich nicht mehr genau, wann es mit dem André Schröers war auf jeden Fall. Letztes Jahr haben wir da auch mal 150 Meter weggeräumt und auch die Reifenstapel da werden auch ganz gerne mal besucht. Ja, Björn schreibt, wenn die Stadtbühren nicht so hoch wären. Ja, ich weiß es gar nicht. Ich muss es passen. Ich bin schon ewig lang natürlich selber kein Bergrennen mehr gefahren. Wo sind wir denn momentan beim Startgeld? Beim Rennen 210, bei der Gleichmäßigkeit 160, die Einstellfahrt 70. Ja, kann man natürlich trefflich drüber streiten, ob das so ist oder nicht. Ja, ich kann die Fahrerseite durchaus verstehen. Ich bin da bei der Fahrerseite, bei der einen Seite. Bei der anderen Seite bin ich eben hoffentlich kein Knallharter, hoffentlich immer noch ein menschlicher Mitveranstalter dieser ganzen Geschichte als Vorstandsmitglied hier im Verein und weiß natürlich, was so ein Aufbau auch kostet. Da gibt es nichts geschenkt. Und wenn du mal wegen Schlechtwetter 1000 Zuschauer weniger hast und gehst dann irgendwo hin und sagst, ja, wir haben 1000 Zuschauer weniger, sagt dir jeder, der irgendwas liefert, das interessiert mich überhaupt nicht. Trotzdem will ich mein Geld haben. Ne? Also das kann auch mal ruckzuck zum Drauflegeschäft werden. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Da muss man beide Seiten so ein bisschen sehen. Aber ja, klar, es ist heutzutage natürlich auch schwierig, bei den galoppierenden Preisen, die wir hatten in der Vergangenheit, geht ja gerade wieder etwas ins Normalere wieder zurück, aber ich kann es zum Teil auch nachvollziehen, klar. Ja. Aber ich denke, es geht schon insgesamt von den Preisen her. Ist es human, würde ich noch human, würde ich sagen. Ich finde es jetzt auch nicht so krass, muss ich sagen. Mein Motor ist nicht billig. Ja, ist durchaus noch im Bereich des Bezahlbaren. So, Marco ist im Ziel mit 1:20.465. Ja, da war er schon deutlich schneller unterwegs, unser Marco Nuber. So, dann gehen wir weiter zu Jürgen Dees. Und bevor es jetzt ernst wird, wollen wir nochmal darauf hinweisen. Also, liebe Zuschauer, und sagt es gerne weiter. Dieses Rennen, was wir hier jetzt in virtuell fahren, das wird also am kommenden Wochenende der Auftakt zur Deutschen Bergmeisterschaft sein. Also am kommenden Wochenende, wenn ihr in der Nähe seid, schaut vorbei in Schotten, schaut euch das mal in live an. Timo hat es schon erwähnt, sie haben wirklich ein Top-Starterfeld, 130 Starter und wirklich schnelle Autos am Start. Ja,
Also können wir nur noch gerne nochmal Werbung für euch machen und wir drücken euch wirklich, also ich drücke euch beide Daumen, dass das Wetter einigermaßen mitspielt und ihr eine tolle Auftaktveranstaltung zur Deutschen Bergmeisterschaft habt. Ja, das ist ja beinahe schon, erstmal vielen Dank dafür, lieber Tom, ist ja beinahe schon Pflicht, weil ihr habt ja vorhin schon spekuliert über einen neuen Streckenrekord. Warten wir es mal ab, Jürgen Dees auf jeden Fall auf der fetten Position. Um mal in die Realität des Hochfahrens zu kommen, der Streckenrekord liegt bei 1:16:1:13 aus dem Jahr 2018. Das war dieser leicht untermotorisierte Porsche mit Herbert Brekarten am Steuer. Ich glaube, ihr merkt die Ironie in meinen Worten. Wenn ich an diese Fahrt denke, der fährt da hoch und nicht mal überspektakulär oder irgendwas, aber diese Zeit, als das unten aufgescheint war auf unserem Startcontainer, da hast du schon mal gesagt, wow, mein lieber Mann, wo nimmt er das her? Und da kannst du auch ahnen, mit was für Geschwindigkeiten wir da reden, gerade hier beim Anbremsen jetzt, wo der Kollege Jens Rüther ist, Richtung Wald, das ist ja so die schnellste Stelle, da kannst du mal mit 200 plus durchaus mal rechnen bei den schnellsten. Ja, so, und unser Danny fragt, gibt es vom Rennen auch einen Livestream? Habt ihr da was? Bietet ihr was an? Stream nicht, leider nein. Live-Timing ja, müssen wir noch gucken, was für ein Link das wird, dass wir das noch teilen. Wo wir sehr froh wären, Instagram, da sind wir unter MSC Schotten zu finden. Wenn jemand dort ist vor Ort, mal so ein paar Clips machen und uns dann mal schicken unter @MSC rund um Schotten und unter dem Hashtag Backpreis Schottenring. Die Lucia, die das für uns Social Media affin macht als die Öffentlichkeitsdame im Vorstand, wird da sicherlich was Schönes dann draus stricken und da würden wir uns freuen, wenn ihr mit uns eure Emotionen, eure Begeisterung dann teilt. Also, lasst mal einfach mal so stehen und macht es gerne, wer da dran ist, ja, geht da rein auf Instagram und schreibt da rein in den Chat. Immer eine coole Sache, wenn man ein bisschen interaktiv dabei sein kann. So, Sebastian Burkhardt, schauen wir auf die Zeit, die er jetzt hier in den Asphalt legt. Viertschnellster, 1:19:2. Und wieder diese engen Zeiten, nur 41.000stel hinter Linus Eller. Und jetzt Danny Heim. Jawohl, auch Danny nimmt seine letzte Bergfahrt hier und heute Abend in Angriff. Ja, dann haben wir schon erwähnt, wie gesagt, am Wochenende das Rennen in Live. Bei uns geht es weiter, wie gewohnt, in 2 Wochen. Und zwar sind wir dann in Frankreich. Villeneuve-Échevin, also auch ein, ich finde, eine sehr, sehr schöne Strecke. Länger wie dem, wie wir in Deutschland uns sind, so um die 5 Kilometer. Und das Ganze mit einem Norma M20 FC 260, also mit dem, was momentan so als schnellstes Fahrzeug überhaupt am Berg bewegt wird, mit dem Norma oder wie er jetzt heißt, Proton, beziehungsweise dann dem Gegenstück, dem Osella. Das sind so aktuell die Top-Fahrzeuge und da sind wir dann in 2 Wochen damit unterwegs. So, Danny 1:19:258 im Ziel und jetzt geht es, glaube ich, ums Podest. Und vielleicht noch um den Tagessieg, obwohl das schwer werden wird, denn da hat der Corbin schon mächtig vorgelegt. Aber schauen wir mal. Fabian Wilke, schauen wir auf den Fabian seine Zeit. 1:18:09, 1:19:02. Ah, nein, Entschuldigung, ich bin verrutscht, das war Marc Fabio seine Zeiten. 1:18:03, 1:18:03, 1:18:444. So. Das die Zeiten, also auch für den Fabian gilt, er hat eigentlich 3 Top-Zeiten hoch und er kann diesen Lauf jetzt nutzen und zu sagen, jetzt nochmal einen Ticken mehr Risiko, jetzt wird voll angegast, entweder es geht gut und ich verbessere mich nochmal, so wie es auch dem Fred Dunke gelungen ist, oder es geht halt schief. Ich glaube, es geht gut. Und wir haben eine Zeit 1:18:414 von Fabian Wilke. Ja, und er unterstreicht eigentlich das, was du vorhin gesagt hast, Timo. Also in der Gleichmäßigkeit wäre er da ganz, ganz vorne dabei.
Ja, nicht nur in der Gleichmäßigkeit, auch wenn du den Rentrim siehst, der ist jetzt auf der zweiten Position erstmal. Wir müssen jetzt natürlich auf den Kollegen Bobby noch warten, aber auch was das Absolute betrifft von den Zeiten her, absolut mit bei der Musik. So, jetzt unterwegs Fabio Albiz. Ja, beim Fabio, da hat es heute nicht so hingehauen, das muss man ganz klar sagen. Da, ja, vielleicht geht es dem Fabio ähnlich wie dem Björn, dass er sagt, na, Auto lag mir nicht oder Auto oder Strecke lag mir nicht oder die Kombination lag mir nicht, was auch immer. Wollen wir jetzt gar nichts reininterpretieren. 1:18.872 ist auf jeden Fall nochmal eine schöne Zeit für Fabio Albiz. Und ich denke mal, die Fahrt von Colin Benke, die können wir uns jetzt einfach mal zurücklehnen und genießen. Er hat mit 1:18.0, 1:17.8, 1:17.8 absolut drei Zeiten stehen, an die eigentlich ja, keiner mehr hinkommt. Oder hinkommen kann. Das müsste dann schon eine absolute Fabelzeit sein und über eine Sekunde schneller sein. Wo ich denke, das wird einfach nicht machbar sein. Ja, wenn man das so mal betrachtet, wird das jetzt hier wohl die Siegfahrt und das auch in einer unglaublichen Ruhe beim Fahren. Du siehst da eigentlich kaum Wackler, du siehst das Fahrzeug nicht irgendwie quergehen. Das ist eine perfekte Symbiose zwischen Fahrzeug und Strecke, was der Corbin hier anbietet. Und jetzt schauen wir mal auf die Zeit. Ich denke, das wird wieder etwas werden, wo man sagen kann, jo, genau, 1:17.626, ne? Also unspektakulär, richtig schnell. Auf jeden Fall. So, nichtsdestotrotz schauen wir uns natürlich auch noch Björn Schneider an in seiner letzten Fahrt. Ja, 1:20, 1:22, 1:19.3. Also da hat er schon mal gezeigt, dass er in der Lage ist zu fahren. Und auch im Training haben wir es ja gesehen, ist er niedrige 1:18er Zeiten bereits gefahren, aber halt mit ein bisschen weniger Training. Merkt man halt gleich und dann hat man das Auto vielleicht nicht ganz so hundertprozentig auf sich abstimmen können. Aber ich denke mal, jetzt nochmal eine Top-Zeit und damit kann er gut Schadensbegrenzung betreiben, unser Björn. Und damit sollte er dann auch mal zufrieden sein und im nächsten Rennen ja, werden die Karten neu gemischt. So. Also, gleich haben wir es geschafft. Die letzte Rechtskurve, letzter Fahrer im letzten Durchgang und dann sind wir fertig für heute Abend. Das heißt aber noch nicht, dass er jetzt bitte alle fluchtartig den Raum verlässt. So, erstmal die Zeit. 1:19.687. So, ja, liebe Zuschauer, wir machen noch eine kurze Pause und wir holen unsere drei Sieger hoch zum Interview. Also, wenn er noch ein paar Minuten erübrigen könnt, würde uns das auf jeden Fall freuen. Bleibt da und denn das sind wir unseren Fahrern als Respekt schuldig, dass wir die kurze Siegerehrung, nenne ich es jetzt mal, noch mitnehmen. Dauert nur 2, 3 Minuten. Also, wir sind gleich wieder zurück.
So, und da sind wir wieder zurück und wir, beziehungsweise, ja, wir sind gut, unsere Fahrer sind auch da und da darf ich, wir fangen einfach mit Platz Nummer 3 an, nämlich Fabian Wilke. Fabian, Gratulation zum Podium, Platz Nummer 3. Es war tolle Fahrt, die ihr hier gezeigt habt und es war sehr, sehr knapp und die Zeiten waren sehr, sehr eng und ja, ich hoffe, du bist mit Platz Nummer 3 zufrieden. Ein paar Worte von dir. Ja, hallo, erstmal vielen Dank und Gratulation auch an die anderen beiden Jungs, Corbin und Fred. Die Strecke hat richtig Spaß gemacht. Das Training lief eher so semi-gut bei mir, aber heute habe ich dann nach der Arbeit noch irgendwie 0,9 Sekunden gefunden und bin auf einmal vorne mit gewesen von den Zeiten her. Also ich bin absolut zufrieden, wie jedes Mal, wenn ich auf dem Podium lande. Ich kann mich nicht beschweren und ich bin jetzt heiß, am Wochenende auch nach Schotten zu fahren. Fabian, verrat uns, wo hast du die gefunden, die 0,9? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Okay. Ich dachte jetzt mal, in der ersten Kehre unten, da kann man, glaube ich, ganz schön viel verlieren oder gewinnen. Ne? Ja, das wird eine Ecke gewesen sein, aber auch oben die Linkskurve, der hatte man das Punkt, wenn man auf die unebene Asphaltstrecke kommt. Ja. Da habe ich auf jeden Fall auch noch was gewonnen, aber wo ich jetzt das meiste gewonnen habe, das kann ich dir nicht sagen. War so ein Mix aus verschiedenen Dingen wahrscheinlich. Genau. Ja, Gratulation auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, dann kommen wir zu Platz 2 und der junge Mann, nenne ich ihn mal, ich habe keine Ahnung, vielleicht wird es uns erzählen, wie alt er ist. Er ist auf jeden Fall neu bei uns am Berg, aber der Fred, den, wie gesagt, wir haben es schon erwähnt, der ist bei uns auch in dieser Historik-DTM-Meisterschaft mitgefahren und jetzt neu am Berg und gleich Einstieg auf Platz 2. Gratulation dazu, Fred Dunke. Ja, Fred, wie kamst du dazu, dass du hier am Berg fährst? Ich finde es klasse. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ja, Powerte von dir. Ja, danke erstmal. Ja, muss wirklich sagen, war mein allererstes Bergrennen. Bin noch nie Bergrennen gefahren. Hab früher als Jugendlicher mal Bergrennen, Motorrad, Bergrennen und so mich mir mal angeschaut. Und ja, sag erstmal auch Fabian, Corbin, Glückwunsch. Corbin, sag mal ganz große Dankeschön. Er hat mir so ein bisschen eingeführt, hat mir auch mal so ein Grundsetup gegeben. Denke mal, das war fast 1:1 von ihm und bin super zufrieden. Und ja, Alter, nicht junger Mann, sondern ich sag mal 60 plus. Und ja, fahr schon 15 Jahre Simracing, aber immer nur Rundstrecke und so eine Sachen und noch nie Bergrennen. Wirklich, erste Mal, finde ich alles toll und fühle mich total wohl bei euch und alle sind nett und helfen ein und ja, macht mir Spaß. Man muss ja ein bisschen ruhiger treten. Ja, ganz toll, dass du zu uns gefunden hast und dass du dabei bist, auf jeden Fall. Ja, also, dann hoffe ich mal, dass wir dich das ein oder andere Bergrennen nochmal begrüßen dürfen. Auch sehr gerne natürlich dann beim Siegerinterview auf dem Podest. Ja, und natürlich dann wieder einen Fahrer mehr, der hier die Messlatte wirklich weiter nach oben schraubt. Und dann kommen wir zum verdienten Sieger des heutigen Abends, der nächste Tagessieg, Corbin Bengte. Corbin, wieder eine tolle Vorstellung von dir. Ja, zweimal die Bestzeiten, wirklich top gefahren. Ja, ein paar Worte von dir. Wie war es für dich? Strecke, Auto, alles gepasst? Hat es dir gefallen, oder? Ja, wie soll ich sagen? Alles in allem kann ich heute sehr zufrieden sein. Glückwunsch an Fred und Fabian. Hat heute echt wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, am ersten Trainingstag wusste ich erst nicht so, was ich von der Strecke und dem Auto halten sollte. Wurde dann aber doch relativ schnell warm. Ja, die Läufe liefen eigentlich fast wie erwartet. Im ersten habe ich unglücklicherweise die erste Spitzkehre verhauen, aber das habe ich dann in den restlichen drei Läufen wieder weggemacht. Im letzten Lauf konnte ich es mir dann leider nicht nehmen lassen, die Bestzeit doch nochmal zu holen. Also habe ich nochmal anderes, aggressiveres Setup
nach dem Motto alles oder nichts zu laden. Das hat dann funktioniert und ja, besser kann man es nicht abschließen. Gut, in dem Sinne nochmal Gratulation an alle, die heute dabei waren, die uns wirklich einen sehr unterhaltsamen Abend beschert haben. Natürlich besondere Gratulation an unsere drei auf dem Podium, an den Fred, an den Fabian, an den Corbin. Und ich würde sagen, die letzten Worte, die gebühren unserem Gastmoderator. Und nochmal, ich weise nochmal darauf hin, das, was wir heute in virtuell gesehen haben, das könnt ihr am Wochenende in Schotten in live erleben. Und ja, dazu jetzt von dir die letzten Worte. Timo, das Wort an dich. Und ich verabschiede mich bis in 2 Wochen. Ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder. Ja, hoffentlich nicht für immer die letzten Worte für heute Abend dann, aber auf jeden Fall. Danke. Danke natürlich, dass ich dabei sein durfte wieder, auch ein bisschen die Werbetrommel rühren durfte. Lieber Fred, lieber Fabian, lieber Corbin, an euch natürlich Glückwunsch zu euren Platzierungen. Ist schon sehr nah dran gewesen an dem, was man bei uns an der Bergrennstrecke leisten kann. Wie es in Wirklichkeit aussieht, das werden wir am Wochenende beantworten, Samstag und Sonntag. Da kommt die absolute Realität dann auch im Zweifel mal mit Kaltverformung, in der Hoffnung, dass das nicht passiert, aber in der Hoffnung, dass wir viele, viele Fans bei unserem 19. internationalen ADAC-Bergpreis Schottenring begrüßen dürfen. Euch in der Community viel Spaß dann in 2 Wochen in Frankreich und auf Wiedersehen bei einer der nächsten Veranstaltungen. Schönen Abend.